Hallihallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounce. Wie ihr seht, ich bin hier gerade in der Mining World. Da ist auch schon ein Spieler. Ich dachte mir, ja, es würde sich immer was PvP-artiges gewünscht. Und was gibt es da Schöneres als Mining World, wo man Geld damit bekommen kann, dass man PvP spielt. Hier gönne ich mir gleich mal das Eisen und heute hoffe ich, können wir rasieren. Ansonsten gehen wir nochmal so in die Warzone. Hey, was geht denn mit dem Typen? Kann der das lassen? Der wird ja gleich am Anfang sterben. Okay. Ja gut, dann muss ich ihn halt gleich töten. Plus ein Skillpoint. Alter, der regt ja so auf. So, ich klaue hier die Kohle ein bisschen. So wie der andere Typ. So, Immunity endet gleich. So, jetzt wird gefightet. Lol, der Hit war unleaded von mir. Sorry. Nice. Weiterer Skillpoint. Nochmal Sharpness drauf. Okay, erster Kill. Check. Da unten ist der nächste, aber ich will erstmal regenerieren. Aber ernsthaft, ich meine, der Typ wollte wirklich richtig Stress haben. Okay. Der auch. Nice, noch ein Skillpoint. Kann ich upgraden? Ah ja, nochmal Sharpness. Nice. Okay. Dann haben wir uns bei dem auch gerecht. Da unten ist ein Typ. Den will ich jetzt töten. Oh, merkt er wohl, dass er Schaden kriegt. Das ist mir egal, geil. Ich töte dich einfach. Ah, er ist runtergefallen. Gut. Irgendwo hier müsste der spawnen. Hat er einen Block-MLG gemacht? Nein, ah, der hat sich da runtergeboostet. Na gut, lassen wir ihn mal leben. Und meinen lieber ein bisschen, denn es müsste bald der erste Meteor kommen. Und da werde ich auf jeden Fall vorbereitet sein. Mit ein bisschen was an Skillpoints für das Abbauen von Erzen, die ich jetzt noch nicht abbauen kann, wie zum Beispiel Gold. Und ansonsten einfach ein paar Building-Blöcke, damit ich mich auch über die Inseln drüber bauen kann. Auch immer schön beim Sneaken, beim Abbauen sneaken, dass man nicht gesehen wird und irgendwelche Leute kommen, die einen dann töten wollen, so wie ich. Ah, hier ist noch ein bisschen Kohle, das ist gut. Dann gucke ich mal, ob ich nochmal irgendwas mit PvP aufwerten kann. Es gibt hier nämlich ein neues System, dass man erst ab Level 10 die Rüstung auf Eisen upgraden kann und sowas. Finde ich ein bisschen blöd, denn ja, was soll ich jetzt mit den XP, mit den Skillpoints anfangen, wenn ich gar nicht auf Mining skillen will? Dann bin ich gezwungen, auf Mining zu skillen, auch wenn ich das gar nicht will. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen fair gegenüber, naja, anderen, die jetzt nur auf Mining skillen. Was? Level 10 muss ich sein. Lol, Bug. Keine Ahnung, kann ich das hier upgraden? Knockback, ja, kann ich machen. Kann ich auch schon Fire Aspect machen? Nein, schade. Das mache ich dann mal noch. Sorry, Java Update, das ist aber schön. Kann ich in der Regel gleich mal machen, weil ich Java toll finde. So. Lalala. Hey. Ach so, ich hab. Hey, warte, hab ich gerade bekommen? Ah, nice. Jetzt haben wir Fire Aspect auf unserer Spitzhacke. Das ist richtig mächtig. Damit können wir dann so rasieren. Ich laufe hier schon mal so ein bisschen hoch. Ich habe jetzt, naja, gut, ein Stack ist jetzt nicht viel. Aber geht so. An Zeug. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwo am Rand vielleicht schon ein paar Erze sind, die ich mir gönnen kann. Erstmal da hoch mit der Rakete. Hui, Boost. Und, ja, ich weiß nicht. Man kann hier, glaube ich, auch einen Player-Tracker aktivieren. Ah, brauche ich wieder Skillpoints. Boah, Fail. So, hier rüber. Was? Der Moment, wenn man einfach wegen Vergiftung ins Void runterbackt. So, da unten sehe ich Redstone. Das gönne ich mir erstmal. Redstone bringt übelst viel XP.
Mal gucken, ist unter dem Redstone Void? Nein, da ist noch ein Block, das ist gut. Das heißt, das Redstone gönnen wir uns mal. Und ihr seht hier, es bringt plus 4 XP, also viermal so viel wie ein Stone. Dann bauen wir uns hier mal rüber zu dem Gold, was ich gesehen habe. Und da ist der erste Meteor. Der ist bei... Ach nee, er wird kommen bei minus 1700 und minus 300. Okay, minus 300 sind wir fast, minus 1000, nee, 1700. Das heißt, wir müssen sehr weit in diese Richtung rennen. Okay, mache ich sofort. Ich gönne mir nur noch schnell hier das Gold. Das kann ich nur noch nicht abbauen. Okay, jetzt kann ich das Gold, kann ich aufwerten, dass ich das Gold abbauen kann. Das bringt mir nochmal ein paar XPs. Okay. Hey, also ob das jetzt schon 30 Sekunden waren. Okay, jetzt muss ich in diese Richtung ganz schnell 300 Blöcke rennen. Bei minus 1700, ach, bei 1700 minus 300. Die Minuskoordinate haben wir schon. Wir müssen halt jetzt einfach wirklich nur noch die 1700 schaffen. Wir sind jetzt bei 1500, 200 Blöcke noch. Ich hoffe, da sind jetzt noch nicht so viele Leute. Ansonsten rasiere ich die einfach weg. Ich meine, hier, Fire is back. Okay. Ich hab halt einfach Skill. Bitte lass mich da drüber boosten. Ach, durchs Wasser schwimmen. Mann, die Zeit brauche ich doch jetzt, um hier zum Meteor zu kommen. So, das müsste jetzt in... Warte, was war es genau? Ja, 1709. Oh, nice, das steht neuerdings auch da unten. Sein also hier. Also, das kam jetzt mit dem letzten Update dazu. Der The Killer, der scheint auch richtig auf PvP geskillt zu haben. Da wird es auf jeden Fall ein nice Battle geben. Wenn wir uns dann hier gleich treffen werden. Aber der hat jetzt schon ein paar mehr Kills gemacht als ich. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er mich leider, dass er mich platt macht. Bisschen kritisch, warte. 1709, 303. Wo ist da jetzt der Meteor? Hey, ich habe hier gerade irgendwas Komisches gehört. Irgendjemand ist hier. Ah, nice. Er wird jetzt sterben. LOL, was hat der denn an? What the? Hä, was war denn das? Das sah irgendwie undigit aus. Ja gut. Gut, dann wie versprochen und wie in den Kommentaren gewünscht, geht es gleich hier mal in der Mining World. Entweder sterben oder halt Spieler töten. Ich weiß nicht, ob gerade irgendwelche OP-Leute online sind. Muss ich mal gucken. Darum kommen wir erstmal zu den Neuerungen hier auf der Insel. Einmal steht hier hinten ein wunderschönes Haus. Lol, was sind das für Kisten? Ah, Deck of Cards. Ah ja, vom Opening noch. Die habe ich immer noch nicht verbrannt in der Bar. So, einmal ist hier hinten so ein nicer Blacksmith. Das ist so eine kleine Schmiede. Hier ist ein kleines Feuer. Lol. Hier war mal ein Feuer. Okay. Hier war mal Feuer. Warum auch immer das jetzt aus ist. Innen drinne ist jetzt nicht ausgebaut. Ist auch noch nicht connected. Wurde vorgestern, glaube ich, erst von mir geplaced. Seitdem habe ich da nicht mehr viel gebaut. Hier ansonsten soll ich einmal die Karte zeigen. Für Leute, die Pole-to-Pole-Challenge brauchen. So, da müsst ihr halt vom Spawn hier... Vom Spawn nach unten laufen. Das hier ist der South Outpost. Das ist der North Outpost. Und dann müsst ihr halt hier so lang rennen. Nach da, nach da, nach da. Und dann seid ihr da. Jetzt könnt ihr hier nochmal kurz das Video pausieren. Dass euch die Karte kopieren. Oder Screenshot von der Karte machen. Und ja. Was ihr jetzt noch seht. Hier drüben. Das Ding. Das war da irgendwie noch nicht. Und diese hässlichen Notenblöcke. Ich weiß nicht, warum die hier sind. Ach, Notenblöcke braucht niemand in Minecraft. Lol. Was ist das denn für ein Geräusch? Lol. Muss das so klingen? Okay. Ich dachte bis jetzt immer, da kommen richtige Töne raus. So, ihr seht hier, hat sich was getan. Hier ist irgendwie ein seltsamer, riesiger Spawnraum. Und sonst hier sind so ein paar Sachen an den Seiten verschwunden. Das hier ist unser neuer Iron Golem Grinder. Der ist ein bisschen größer geworden. Da ist jetzt Platz für 36 Iron Golem Spawner. Hier drüben ist unser Kuh Grinder. Da fallen jetzt Kühe runter, die werden dann von der Lava getötet. Hier droppt dann das Zeug rein. Ihr seht, da kommt auch ordentlich was zusammen.
wenn die Trichter nicht mal total überlastet wären. Hier ist unser Zombie-Grinder. Da sind momentan 7 Zombie-Spawner drin. Das müssen auf jeden Fall noch mehr werden. Das ist dafür da, um Level zu fahren. Und ihr seht, Level-Farm, ja, das geht offensichtlich gut, denn ich bin Level 164. Dabei auch danke an... ach ja, ich muss ja eh noch ein paar Leute grüßen. Alpha Tsunami. Ein Gruß an dich. Und an... Ach, verdammt. Ach, egal, die Person, die ich meine, die darf sich jetzt angesprochen fühlen. Ihren Namen bitte nochmal in die Kommentare schreiben. Der hat mir ein paar viele Level geschenkt, als ich welche gebraucht hatte. Also, vielen Dank an dich. Lol, hier ist einfach ein Loch in der Wand. Warum das? Naja, hier seht ihr jetzt unseren Spawnraum. Hier ist Platz für jeweils 4x9 Iron Golem Spawner. Ich glaube, das reicht aus. Und hier drüben sind solche kleinen Spawntürme. Die sind jeweils so breit, also von hier bis hier. Beziehungsweise von hier bis hier. Ach nee, von da bis da. Da bis da. Die sind relativ easy gemacht. Zwar funktioniert das so, dass man immer hier... warte mal, kann man das denn mal so gut sehen? Also man hat hier immer so eine Fläche, so eine Grünfläche, wo die Kühe drauf spawnen können. Das ist das Gras. Darauf sind Druckplatten. Und dahinter dieser Block hier, wo gerade das Fadenkreuz drauf zeigt, der ist an den Pisten befestigt. Wenn jetzt eine Kuh spawnt auf dem Gras, löst sie die Druckplatte aus, dann schiebt er mit den Pisten nach vorne und die Kuh fällt dann nach unten. So funktioniert es auch bei den Zombies. Das kann ich dann auch noch mit den Blaze-Spawnern machen. Aber soweit bin ich noch nicht. Eine Neuheit noch, bevor wir in die Warzone gehen. Es gibt jetzt einen neuen Spawner, einen Enderman-Spawner für 10 Millionen. Darauf spare ich gerade. Und das Problem ist, ja, es gibt halt so Sachen, die können nur mir passieren. Ich habe an einem Abend, als der rauskam, habe ich richtig heftig darauf gespart, habe Emeralds verkauft und gefarmt und gefarmt und gefarmt bis sehr, sehr spät. Und, ja, dann habe ich den gehabt, habe den aufgestellt, habe dann... Ja, was ist das für ein hässliches Geräusch? Dann habe ich den Spawner platziert, begonnen den Griner zu bauen, dann kam ein Super Skydrop, habe ich in der Warzone einen engen Miner gefunden, musste mich dann aber ausloggen. Ja, habe mich wieder eingeloggt, bin auf die Insel gegangen und hatte nicht meine Magic Touch Spitzhacke im Inventar, sondern den Angry Miner, der kein Magic Touch hat. Und dann habe ich mit der Nicht-Magic-Touch-Spitzhacke den Enderman-Spawner abgebaut. Und dann ist der halt kaputt gegangen. Gut. Ich würde sagen, nach diesem wunderschönen Donnerschlag gucken wir jetzt mal, was in der Warzone abgeht. Ich habe mich ein bisschen equipped. Hier Enderperlen, Bad-Bombs, Ignite-Spells, Magnet-Spells, Flash hier, 3 OP-Goldäpfel und normale Goldäpfel. Mal gucken, ist hier jemand? Also ich würde gerne farmen, ich habe nämlich ein richtig heftiges Schwert. Meine Rüstung ist nicht so OP, aber ich habe eine Tank 5 Brustplatte, sonst Protection 4. Ja gut, mein Schwert passt halt nicht auf den Bildschirm. Hier, Schärfe 6, 10,5 Angriffsschaden, Sieve 8, das macht, dass mein Gegner Geld stiehlt. Shade, das Shade bringt, weiß ich nicht. Konfetti 5, dann kann der Gegner Konfetti droppen, wenn man ihn tötet. Blatt sagt, so wie Lifesteal. Also bekommt man halt Leben, bekommt der Gegner Leben abgezogen, man selbst bekommt die. Und Perish. Perish macht Wither-Effekt. Das Schwert ist auf jeden Fall richtig OP, ist schon so ein halbes Gottswort. Ich meine, ist ja noch nicht, ist jetzt nicht so krass. Ich kann mal gucken, ob irgendwas Starkes ist. Nee, ist es nicht. Lol, Ball of Beheading. Für 300k. Ich überlege tatsächlich, keinen Enchanting-Slot available, lieber nicht. Ich habe halt echt keinen guten Bogen. Das Einzige, was ich habe... Ach, verdammt, jetzt habe ich Rage aktiviert. Das Einzige Gute, was ich habe, ist ein Enderbogen. Mit Infinity. Oh, da ist der Big Shield Timo. Vor dem habe ich Angst. Hilfe. Er rennt mir hinterher. Ich will nicht, dass er mich verfolgt. Ich soll warten. Okay, was will er jetzt von mir? Jetzt bin ich gespannt. Okay, Pixel Timo will mit mir teamen. Das finde ich richtig nice. Dann hole ich mal noch Coco XD. Also einer von unserer Island. Apropos. Hey, ich habe hier irgendwo sowas gehört. Ja, okay, töten wir den mal nicht. Ich bin gut im Jump'n'Run.
Hä? Was? So. Oh, nice. Gold. OP-Gold-Apfel. Das ist nice. Dankeschön. Ist jetzt hier erstmal Coco XC. Palken hat irgendwie gerade keinen Bock oder keine Ahnung. Ja, okay. Dann haben wir jetzt hier ein OP-Team. 3 Full Dia Enchanted, beziehungsweise fast Full. Oh, ein Dia fast Full Enchanted Team. Dieses immer zu zurückbacken ist so mies. Okay. Ich hasse das jetzt. Du springst und dann backst du einfach runter. Das ist. So, jetzt mal gucken, irgendwo, ob man hier irgendwo Spieler findet, die man töten kann. Ich hätte eigentlich auch mal Lust auf so einen OP-Fight. Das Problem ist, ich habe halt echt kaum gute Rüstung. Also nicht kaum gute Rüstung, sondern halt meine Rüstung ist kaum gut, das meine ich damit. Okay, die sind noch hinter mir. Renn hier mal so ein bisschen durch die Gegend und gucken, wo ein Spieler ist. Spieler! Oh lol, der hat sich gut weggeportet. Aber er stirbt trotzdem. Nein, als ob ich da jetzt drin rumbagge. Der hat sich irgendwo da hochgeportet. GG, der ist weggekommen. Der hockt jetzt irgendwo dort oben. Du kannst dich jetzt ausloggen. Lol, nein, ich hab ihn. GG. Hey, er hat einen OP-Gold-Apfel. Lol, ich will ihn töten. Der Typ hat halt OP-Gold-Äpfel. Okay, nice. Irgendjemand hat mich auch runtergeschlagen, aber gut. Da ist der Typ. Nein, der darf sich nicht wegporten. Okay. Irgendjemand. Ah, er hat schon wieder eine Enderperle geworfen. Jetzt habe ich nicht mal gesehen, wo. Oh, hört doch mal auf, die ganze Zeit mit den Bad Bombs. Da oben. Wo? Ich sehe ihn nicht. Jetzt stirb doch mal. Hä, wie viele Leben hat denn der Typ? Bin ich jetzt hier drin eingesperrt? Nein, da komme ich noch raus. Ah. Tötet ihn doch mal. Hä, warum brenne ich? Oh, lol. Ich glaube, der Typ ist nicht Team. Ach so, doch, der ist Team. Okay, dann ist ja gut. Ah, Mann. Jetzt ist er irgendwo hin entkommen. Hier stecken Feuerpfeile, das ist nicht gut. Ah, okay, das Pixel-Timo wieder. Sollten wir rennen? Oh, One-Shot, alles klar. Gut, ich glaube, wenn alle wegrennen, sollte ich mitmachen. Mal eine Bat-Bomb geworfen, damit ich ein bisschen schneller werde. Gut, dann habe ich die wieder eingeholt. Ich weiß nicht, irgendwie sind gerade so wenig Spieler in der Warzone, obwohl 275 von 275 online sind. Gibt's Konfetti? Nice, Konfetti. Ah, doch, ich hab's gekriegt. Lol, wie viel Konfetti das einfach ist. Halt echt Geld dafür. NGG. Oh, hä, was ist das denn plötzlich für ein Geräusch? It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh fuck. Fuck. Ja, zertiebt mich doch. Ich kann kein Wedge usen. Hä? Was ist denn das?
Ja, genau, dann zerteamen sie mich halt einfach. Okay, also ich weiß jetzt genau, dass ich jetzt sterben werde, denn hier ist einer der obersten Typen auf dem Server überhaupt. Da bei mir, direkt vor mir, und die zerteamen mich halt gerade übel. Also richtig hart. Achso, da ist Piken. Piken, renn weg. Renn, Piken. Okay. Vielleicht schaffe ich es, out of combat zu kommen, obwohl das eher unwahrscheinlich ist. Ja, die Enderperlen fliegen halt schon wieder. Es sind viel zu viele. Ich meine, guckt euch dieses OP-Team an. Ich habe jetzt noch eine Sekunde kommen. Boah, es regt auch so auf. Ah, jetzt haben die mein Inventar geschaffelt. So, jetzt platzsacke ich ihn. So, jetzt mache ich mal so ein bisschen was Nerviges. Ich brenne die mal an. Es regt halt echt auf. Die zerteamen mich halt komplett. Ich habe mich schon von meinem Schwert verabschiedet. Also. Also ich werde gerade gefragt, ob ich noch am Leben bin. Ja, aber nicht mehr lange. Oh, diese Gun ist halt echt OP. Du kannst sie halt einfach so wegziehen. Das ist so mies. Ich schaffe das, out of combat zu kommen. Ich schaffe das. Ich kann das schaffen. Okay. Ich kann es vielleicht doch nicht schaffen. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt offiziell gleich tot. Hey, ich bin out of combat. Ich weiß, man lockt sich nicht einfach aus. Aber das ist ein Spezialfall, wenn es 3 vs 1 ist. Na gut. Ja. Nun gut. Ich weiß nicht, ich warte jetzt lieber irgendwie erstmal eine halbe Stunde, bis ich mich wieder einlogge. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die jetzt da campen. Ich weiß, es ist ehrenlos, sich im Kampf auszuloggen, aber das war kein Kampf, das war 3 oder 4 vs 1. Und darum darf man sich da auch ausloggen unter so speziellen Fällen. Also, ja. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Das war eine relativ kurze Folge, halt nur so ein paar Zusammenschnitte aus der Mining World und aus der Warzone und am Anfang die Mining World. Also nichts Besonderes. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt einen Kommentar, wenn euch irgendwas gestört hat. Es sei denn, es ist, dass meine Audioqualität nicht so gut ist, denn das weiß ich. Und ich suche auch schon nach einem neuen Mikrofon. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.